Holy shit, bro. Hallo und herzlich willkommen hier zu eurem absoluten Winning-Kanal. Wir gucken heute mal wieder eine Win-Compilation und diesmal What We Missed in 2020. Ja, soweit sind wir schon zurück. Wir gucken jetzt sozusagen den Rest vom Best-of von 2020 in der Win-Compilation. Let's go. Let's go. Das sieht scheiße aus. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh lol. Krass. Das ist immer eine abgefahrene Idee. Aber jetzt mal ohne Spaß generell, so eine komischen, ich mach deine Einfahrt wieder hübsch Videos, wahnsinnig satisfying. Ja. Ganz komisch, also wirklich wahnsinnig satisfying. Auch wenn so Leute so krass geil Fenster putzen. Weißt du? Ja. Mit so einer super, super weirden Technik, liebe ich alle davon. Das ist so cool. Da gab es mal irgendwo, ich meine gelesen zu haben, es sei Schweden, wirklich eine große Offensive. I can't believe it. This is doom. Geil. Running no. On potatoes. Oh. What? Ja, aber ich glaube, Schweden hat wirklich mal versucht, das einzuführen, dass man ganz viele Vögel abrichtet, Raben und so. So Deckel zu sammeln und Müll zu sammeln und so. Ah, krass, ja geil. Ich will das Boot haben. Le piano est relié aux fioles. Il y a des fioles d'alcool, il y a des fioles de soft. T'as du rhum et t'as du Cointreau. La note, par exemple, si bémol, elle est reliée au rhum. Ah, er macht Cocktails nee. Aus. Santé. Er macht Drinks aus Liedern zu Cocktails. Ja, Wahnsinn. Coole Idee für einen Franzosen. Digga, ich hab so Respekt vor Leuten, die sowas können, Alter. Krass. Ich find's so krass, dass er nicht die Spur und die Videoaufnahmen einfach viermal genommen hat. Ja. Die immer eingelesen, sondern dass er die noch jedes Mal neu eingesungen hat. Ganz wild. Gut. Joker. Ja, nein. Ganz auf Terry Styles geschrieben. Okay. Okay. As Pepper promptly prances down the path of the purple pints, making her way up to the top of the super slide, where she'll have to dive into ball pit number one. Alter, Igel sind so süß, Mann. And she's picking her launch spot, and no. She's letting rip. Alter, da hat sich ja gar kein Ball bewegt. Wow. Krass. Wo ich gerade das Schwert sehe, das dürfte Olli interessieren. Ich habe heute einen TikTok-Kanal gefunden. Das ist ein Typ, der macht jeden Tag einen TikTok. Der macht so Fitness-Content und so, aber ein TikTok ist, und ich glaube, heute habe ich gesehen, Day 297 of trying to lift. Wie heißt der Typ nochmal aus Berserk? Guts, achso, der Typ, ja, ja. Der sich eine Hand angebaut hat. Ja, den habe ich schon gesehen, das ist geil. Das ist richtig geil, Alter. Ja. Das ist kein Schwert, Mann. Das Ding ist viel zu groß, um als Schwert bezeichnet zu werden. Matte drunter. This is Bitwini, and today I will show you my new LED wall. It's an RGBW display with nearly 2000 ping pong balls as pixels. Ping pong Bälle! Ping pong Bälle! Das ist so krass, Mann. Das Ding ist so geil. Vor allem kennst du die Grafiken, die so aussehen, als würden sie rausgreifen? Ja, ja. Das ist toll. So fett, Alter. So gut gemacht, Mann. Mega. Das war ja fantastisch. Oh, cool. Ahmt er ihr alles nach? Aha.
Stark, Olli. Stark. Ah. Ich war noch zu sehr in der wunderschönen Metallica-Nummer da gefangen. Das geht komplett über mein Verständnis hinaus. Wow, nice, Alter. Digga. So sollte man Golf grundsätzlich übertragen. Aber hallo. What the heck? Einfach Golf insane durchgespielt. Geil. Ist eine Visitenkarte. 3D-Design. Das, Freunde, das, also das muss man sich nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Visitenkarte für einen 3D-Designer, der Prototypes macht. Und das ist einfach nur fantastisch. Das ist mega smart, alles klar. Das ist richtig gut. Ich dachte einfach so, er faked jetzt und packt es wieder ein. Starkes Ding. The clock when the surroundings go dark and the recessed LED downlighters allow you to show off some of your favorite things. The code also allows you to choose any color you like thanks to its RGB LEDs. Ist ja übertrieben nice schon wieder, Alter. Lol, geil. Wie cool ist das denn? Wie gut. Das ist ja mega! Absolut. Capture ist viel zu groß. Sei doch mal nicht so. Warum bist denn du jetzt so, Olli? Hat einer nachgezählt? Sind es 1000? Nee, sind es nicht. No fucking way. What? Manche Leute haben zu viel Freizeit. Was? Alter, Falter, das war krass. Die arme Katze, Alter. Ich finde das richtig geil. Ja. Das finde ich auch so krass. Jetzt fühle ich der ganze Apfel. Fuck! Alter. Das ist deine Katze, oder? Ja. Ja. Andere Farbe. Selbes Verhalten vorm Fernseher. Wow. Oh, wow, das ist ja cool. Das arme Tier versucht die ganze Zeit aufzutauchen. Oh nein. Stark. Alter. Bam, Alter. Wow, der Switch, ey, schon so hinzuspringen. Richtig stark. Richtig stark. Oh, er hat die Gitarre neu gedacht. Geil. Und ich habe mich bei Gitarren schon immer gefragt, warum niemand sowas baut. Ja, wo du dann nur unten Knöpfe drückst, damit dann gestrumpt wird. Ist viel smarter. Ich finde das voll gut. Endlich hat es meiner gemacht. Mega. Wow. Krass. Nice. Wow. Geile Perspektive. Nice. Digga, mach mal nicht so Tesseract-Scheiße mit mir. Trippy. Just gonna relieve the weight nice from this bottle. Krass. And that's being cool held. All of that is being held by one toothpick on the table. Physik, Alter. Ja, das Ding ist so gut, Alter. Ich hab so Gänsehaut, Alter. Jedes Mal, wenn ich das sehe, finde ich das fantastisch, ey. Was macht das mit einem Künstler, wenn Jon Bon Jovi dieses Video sieht? Was macht das mit dir? Du kannst doch nur größenwahnsinnig werden, oder? Muss ja, ich so glaube, aber da, ja, das ist ja aber auch eine wirklich dieser Hauptsachen, die ich
Also wenn ich musikalisch begabt wäre, ja, dann würde ich genau das machen, nur um auf den Status zu kommen, auf ein Konzert zu gehen und mein Mikrofon einfach nur in die Masse zu halten und hier sing mein Lied. Ja. Singt alle mein Lied. Singt für mich. Ihr Huren. Bitte singt für mich. Genau so. Lol, Alter. Lol, what? Das tötet Menschen. Der Carl. Alter, aua. Was ist das? Keine Ahnung, aber hat dermaßen... Lol, da ist auch noch so ein hässlicher Vogel drin. Oh Gott. Oh Gott. Aber es war so steampunkig, dass ich es liebe. Oh, ich hab richtig Unbehagen, wenn ich ihm zugucke. Alter, er ist einfach der Slackline-Gott. Hoch auf den Dreier. Yes! Ja. Geil, Alter, liebe ich. What? Das ist schwer. Nun! Hallo! That hurt! I like it! What? Die Mucke! Love it! Holy shit, bro! Holy fuck! Geil! Ach nee, komm, den Witz mach ich nicht. Ja, ist egal. Cool. What? Er hat ein bisschen Holz vor der Hütte, wa? Echte Männer fahren nur einmal zum Baumarkt und holen neue Feuerholz. Geil! Wow! Fucking Hummelflug. Oh, guck mal, Olli. Es hat Ketchup. Es hat einfach Ketchup. Und Mini-Donuts. Ich würde es erschießen. Das ist doch nicht dieser. Ein komischer so ein neuseeländischer Vogel, der dich auslacht. Ja. Ja, ja. Was war das? Oh mein Gott! Nein, da war doch Feuer. Was? Hängen die an Schnüren oder was ist das? Ich glaube ja. Sieht voll geil aus, aber. Oh, sowas liebe ich ja auch, ne? Das ist so geil. Ich finde sowas auch so geil mit so Schnüre, wo dann unten so diese Kugeln dran sind, die so durch den Sand schwingen, so perfekt austariert. Alter. Das ist viel zu krass, Alter. Das ist viel zu krass. Aber die Kamera ja auch, Alter, was? Das ist viel zu krass gerade gewesen. Oh mein Gott. Come on. Oh mein Gott. Der hat so Panik. Yeah, bro. Rock Paper Scissors for a Puck finde ich halt super. Ja. Mega. Er kriegt den Puck. Nice. Richtig gut. Oh, den habe ich gesehen, Alter. Den habe ich schon gesehen.
Sie hat ein Feuerschwert. Ja, mega cool, Alter. Ach, das Ding ist so gut, ne? Stimmt, kannst du in dem Spiel... Einer, ja, da hat sich einer einfach drauf geschafft, wie er das richtig spielt, ey. Wild. Stark. Stark. Wie heißt das? Hades? Ja. Ja, ich glaube Hades. Haben wir auch mal eine Runde gespielt, ne? Ja, braucht man eine Zeit, um reinzukommen, aber dann geht's eigentlich. Ja, aber ich weiß wirklich, kein Scheiß, ich kann mich daran erinnern, Digga, dass wir uns am nächsten Tag unterhalten haben und ich hatte die Nackenschmerzen des Todes. Go, wirklich, Daddy. Das hat mich aus dem Leben genommen. Oh, stark. General Kenobi. Well, hello there. Ah, das Kostümdesign ist so stark. Ja. Geil. Alter, ganz, ganz, ganz starke Win-Compilation hier nochmal zum Schluss bei uns im Livestream auf twitch.tv/Dr. Freud. Ja, da. Stark. Der Gedanke, ey, der Katze war einfach nur, ich titte dich, titte dich, titte dich. I kill you. Ja, die absolut. Die war ja richtig gut, Mann. Also, die war mega gut, Alter. Immer wenn ich sowas sehe, fühle ich mich aber schlecht, weil ich denke, ich kann nix. Das stimmt ja nicht, Olli. Aber nicht sowas, die sind alle awesome. Ey, genau, du kannst andere Sachen. Du bist bloß noch nicht in dieser, guck mal, Olli. Komm, setz dich mal hin, lehn dich mal zurück. Herr Chat sagt jetzt mal eine nette Sache über Olli. Wir auch, Olli. Du hältst den ganzen Laden beieinander. Guck mal. Du bist ja nicht nur auf technischer Ebene absolut fantastisch, mein Freund. Du bist ja auch noch ein verdammt guter Freund. Es ist ja so, dass du sowohl menschlich als auch bei der Verkabelung, egal was, du sorgst dafür, dass hier die Qualität stimmt. Du sorgst dafür, dass hier das Bild immer besser wird. Du bist gewillt, obwohl wir schon fantastische Technik und so haben, alles immer noch weiter zu verbessern. Du bist sogar so bescheiden, dass du hasst, wenn man dich lobt und nette Dinge zu dir sagt. Und ich kann das so unglaublich lange durchziehen, weil ich dir gegenüber mein Herz auf der Zunge habe, dass das überhaupt gar kein Problem ist. So, Olli ist weg, wir machen weiter mit Paul. Paul, mein Freund, das ist so unfassbar. Wen wollen wir denn raiden eigentlich? Stark. So. Nun, heute kommst du davon, beim nächsten Mal bist du dran.